Hallo und herzlich willkommen hier im Heilarzneihaus. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema und zwar das L-Carnitin. L-Carnitin, eine Aminosäure, die eine essentielle, wichtige Rolle im Körper spielt. Ich habe vier Fragen für euch zusammengestellt und zwar, was ist L-Carnitin? Wie wirkt L-Carnitin im Körper? Wie macht sich ein L-Carnitin-Mangel bemerkbar? Und was ist das Besondere am Heilarzneihaus L-Carnitin? In dem Sinne, heute vier Fakten über L-Carnitin. L-Carnitin ist eine Aminosäure, wie gesagt. Das Wort L-Carnitin stammt aus dem lateinischen Carne, bedeutet so viel wie Fleisch. Das bedeutet nicht, dass diese Aminosäure von uns aus Fleischprodukten oder tierischen Produkten gebildet ist. Dazu aber später bei der letzten Fragestellung mehr. L-Carnitin ist also eine Aminosäure, die in der Leber gebildet wird. Wie bildet sie sich überhaupt in der Leber? Indem wir halt Proteine zu uns nehmen, die in den Blutkreislauf gelangen und in der Leber werden die aufgespalten zu Aminosäuren. Was sind Aminosäuren? Aminosäuren sind die Grundbausteine unserer DNA, unserer sogenannten Erbsubstanz. Kommen wir zu der Fragestellung, wie wirkt L-Carnitin oder was hat L-Carnitin für eine Aufgabe im Körper? L-Carnitin, 1931 ganz populär gewesen durch Dr. Warburg, ist bekannt geworden in erster Linie in der Krebsbehandlung. Denn Dr. Warburg hatte damals festgestellt, dass wenn eine Zelle genug Energie bilden kann, sie, auch wenn sie einen Krebsbefall hat, in der Zellteilung, also die spricht die Tochterzelle danach, kein Tumormarker mehr drin ist. Da L-Carnitin in der Lage ist, Energie in eine Zelle hineinzubekommen, hat man damals dann auch L-Carnitin für solche therapeutischen Zwecke benutzt. Leider heute sehr, sehr selten nur noch zu finden, aber trotzdem immer noch genauso interessant, auch und vor allen Dingen in der Vorsorge. Somit ist also klar, L-Carnitin hat eine wesentliche und wichtige Aufgabe, und zwar die Bildung von Energie. Und das zieht eine ganze Menge mit sich, denn Energie brauchen wir für verschiedene Stoffwechselvorgänge. L-Carnitin reguliert also die Stoffwechselvorgänge im Bereich des Fetthaushaltes, das heißt beim Cholesterinabbau, in Bezug aber auch auf den Blutzucker, das heißt den Abbau vom Blutzucker und aber auch in der Bildung von Aminosäuren und der Bildung von Proteinen innerhalb des hepatischen Kreislaufes, sprich des Leberkreislaufes. Somit also überhaupt und essentiell wichtig auch für unseren Körper. Kommen wir zur nächsten Fragestellung. Was passiert, wenn man einen L-Carnitin-Mangel hat und wie bemerkt man überhaupt, dass man einen L-Carnitin-Mangel hat? In erster Linie merkt man das an Abgeschlagenheit, Müdigkeit, vermehrter Schlafbedarf. Der Körper ist nicht in der Lage, genug Energie zur Verfügung zu stellen und die Stoffwechselprozesse akkurat anzuregen. Man merkt es auch bei Menschen mit einem erhöhten Blutzuckerspiegel oder einem erhöhten Urinzucker. Wenn ihr das für euch herausfinden möchte, da ihr merkt, okay, ich fühle mich immer müde, abgeschlagen, ich möchte das gerne für mich abklären, geht einfach in die Apotheke oder übers Internet, könnt ihr euch sogenannte Combo-Teststreifen besorgen. Das sind Urin-Teststreifen und da seht ihr direkt, wie hoch der Blutzucker ist oder der Urinzucker in dem Sinne. Und davon kann man schon mal ableiten, wo die Reise so ungefähr hingeht. Gut, was merkt man noch? Man merkt natürlich halt auch, dass die Proteinsynthese halt auch zurückgefahren wird. Wenn man über sehr, sehr langen Zeitraum einen L-Carnitin-Mangel hat, bemerkt man das auch am Hautbild. Das Hautbild wird immer schlaffer, immer laffer, ne, weil natürlich die Proteinsynthese auch nachlässt und dementsprechend halt auch nicht genug Kollagen dann nachgebildet werden kann. Das sind aber dann schon ganz extreme, sage ich mal, Ausprägungen. Abgesehen davon, da ja auch der Blutfettwert davon abhängig ist. Wenn also jemand unter einem erhöhten Cholesterinspiegel leidet, dann sollte er auf jeden Fall schauen, dass er auch mal einen L-Carnitin-Test macht, zu schauen, ob er genug L-Carnitin zu sich nimmt oder zumindest mal sein Augenmerk darauf legen in der Ernährungsweise. Kommen wir zur letzten Fragestellung. Was ist das Besondere im Heilarzneihaus L-Carnitin? Wir haben hier ein High-End L-Carnitin von der Firma Carnipure aus der Schweiz. Carnipure macht schon seit 30 Jahren L-Carnitin und ausschließlich L-Carnitin und bietet hier ein High-End-Produkt. L-Carnitin, das Wort Carne, wie gesagt, bedeutet ja Fleisch. Nichtsdestotrotz hat Carnipure hier ein
Carnitin entwickelt, das komplett pflanzlich aus Fermentation gewonnen wird und somit eine viel, viel höhere Bioverfügbarkeit hat. Aber nicht nur die Bioverfügbarkeit ist auch wichtig, denn bei aller Bioverfügbarkeit muss man diesen Stoff auch langsam in den Körper hineingeben, damit der Körper das auch langsam resorbieren kann. Und dafür haben wir das Ganze in unsere Kapsel reingetan. Diese Kapsel ist in der Lage, sich zeitverzögert im Darm aufzulösen und somit über einen Zeitraum hinweg, über den Tag hinweg, das Carnitin langsam in den Körper hineinzulassen. Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr Hunger habt, esst ihr, ihr seid satt, mehr geht dann auch nicht. Genauso ist es auch mit dem Körper, mehr als aufnehmen kann er nicht. Deswegen spielt die Zeit eine wichtige Rolle, ihm das langsam abzugeben, damit er auch das Ganze aufnehmen kann und nicht einfach nur über Stuhl und über Urin abgeführt wird. L-Carnitin, nochmal zusammengefasst, ganz, ganz wichtig für den Blutzucker, wichtig für den Fettstoffwechsel innerhalb einer Diät, auch sehr, sehr interessant, natürlich aber auch für Müdigkeit, Gegenmüdigkeit, Abgeschlagenheit, vermehrten Schlafbedarf und auch zur Stärkung der Zerebralien, sprich der Gedächtnisfähigkeit und vor allen Dingen auch, finde ich persönlich sehr, sehr interessant, bei Menschen, die einen Krebsleiden haben, in Zusammenarbeit oder mit Absprache des Arztes oder des Therapeuten, sollte man da auf jeden Fall mal drüber sprechen. Denn L-Carnitin, finde ich, sollte man definitiv mit einfließen lassen. In dem Sinne, wenn ihr mehr Fragen haben solltet, wir sind ein Fachgeschäft für Alternativmedizin. Ihr könnt hier jederzeit anrufen. Ihr könnt auch mit eurem Arzt zusammen anrufen und uns eure Fragen stellen. Gerne sind wir da bereit und wir möchten gerne, dass die Naturheilkunde wir möchten gerne, dass die Naturheilkunde und die Schulmedizin Hand in Hand zusammen den Menschen unterstützen und helfen. In dem Sinne, wir sind immer für euch da, von montags bis samstags von 11 bis 19 Uhr. Wenn ihr Fragen haben solltet, ruft einfach bei uns an. Wir haben auch zurzeit eine Aktion laufen auf unserem Webshop, 25% auf alle Nutritions. Und wer einen Ernährungsplan haben möchte, nur diesen Monat kriegt er ihn geschenkt. Dieser Ernährungsplan hat einen Wert von 250 Euro. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur uns einen Kommentar zu lassen und uns eine Nachricht über Instagram mit eurer E-Mail-Adresse zu senden, damit wir euch den zukommen lassen können. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch alles, alles Gute. Schöne Grüße aus dem Heilarzneihaus und ciao.